Jo, wir sind gerade unterwegs mit Stefan, unseren neuen Prototypen testen. Ein Maisboilie von Carb Killers. Die Route lief jetzt nach ca. 40 Minuten voll durch. Ich zeige euch mal den Fisch. Schöner, fetter, beschuppter Spieler. Der lässt sich doch sehen. Die Maisboilies laufen, die Fische fressen voll. Es läuft. So, die Rute habe ich jetzt aufs Plateau geworfen, 2,5 Meter Wassertiefe. Jetzt werde ich die andere Rute noch da hinten vors Holz legen und dann wollen wir mal schauen, ob wir noch einen ans Band kriegen. So, wir haben hier zentriert, gefüttert, kleine Flächen. Die Fische sind voll am Fressen, war jetzt nur eine Frage der Zeit, bis sie auf unsere Futterplätze anspringen. Ist gerade der erste jetzt hier richtig durchgelaufen. Ja, mal schauen. Fühlt sich gar nicht so schlecht an. So, gerade den zweiten bzw. dritten Lauf bekommen. Einen haben wir leider geschlitzt. Ist jetzt ein sehr alter, uriger Spiegler, den Fisch kenne ich. Der verliert immer mehr an Gewicht. Ist bekannt hier, der beißt oft. Das ist er. Sehr alt, schöne Schuppen. Wir hoffen, dass es so weitergeht. Schau, die läuft. Nein. Jetzt ist er, glaube ich, weg. Ja, jetzt ist er weg. Halsmaul. Ja, alle Welt redet eben halt von Nature. Viel sieht man eben halt Tütensuppen oder Ravioli aus der Dose. Ich habe heute von meinem Freund Stefan eine richtig fette Rehkeule gekriegt. Die werden wir jetzt gleich zubereiten. Die werde ich jetzt auseinanderschneiden. Dazu haben wir ein Spargelrisotto und mit Mai-Ritterlingen. Die Mai-Ritterlinge, die habe ich hier heute Morgen am See gesucht. Und das sind absolut richtig geile, schmackhafte Pilze. Die ich zubereite mit ein bisschen Thymian, ein bisschen Rosmarin, ein bisschen Knoblauch und ein paar Zwiebeln, dazu ein bisschen Bratenjü und Sahne und dann ist das eine richtig, richtig, richtig leckere Sache. Und jetzt fange ich mal an und schneide die Keule auseinander. Das sind verschiedene Muskeln. Die trenne ich einfach hier ab. Ja, da sind sie, unsere Mai-Ritterlinge. Haben wir gerade auf der Wiese gefunden, habe ich ja gerade schon erwähnt. Und total begehrt. 30 Euro kostet das Kilo. So, die schneide ich jetzt noch eben auf und dann werden wir jetzt gleich zubereiten.
Ja, ist jetzt ein bisschen spät geworden, aber ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. So schaut das Ganze dann aus. Das sind unsere Rehsteaks mit Spargelrisotto, Mai-Ritterling à la Creme. Ich denke, das können wir so gelten lassen. Das ist ein perfekter Abschluss nach dieser mega geilen Session mit Finn. Und das werden wir uns jetzt ordentlich schmecken lassen. War richtig, richtig gut. Ja, eine Nacht haben wir jetzt gefischt. Leider ist es so, dass die Fische das Plateau nicht angeschwommen haben. Und ja, ich keinen Fisch ans Band kriegen konnte. Ist aber nicht schlimm. Finn konnte zwei Fische fangen. Zwei richtig schöne Tiere. 16,5 Kilo. Mega geil. Wir haben lecker gegessen. War eine richtig, richtig geile Session. Total Spaß gemacht. Jetzt genießen wir noch die letzten Minuten hier am Wasser. Und dann geht's wieder heime.